Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3-Terra Konflikt. Okay, wo bist denn du? Ich muss erstmal schauen, wo ich hier war. Betrug des Patriarchen. Ach, du hast wo, Kommando akzeptiert. Energie gekauft. Okay, Missionen. Bauen Sie Torpedofabrik-Streithammer in Frias Rückzug, Nathans Reise. Du hast das natürlich noch nicht an Bord. Und der andere? Du willst es wahrscheinlich gerade kaufen, oder? Was brauche ich denn? Torpedo-Streithammer von Split. Betrug des... Ne, hier oben gab es auch Split. War nicht hier eine Schiffswerft? Ne. Torpedo-Streithammer. Da nicht. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaft. Habt ihr einen? Nein, auch nicht. Gibt es denn jetzt noch eine Fabrik? Hier. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge... Okay, wo gibt's denn? Da muss ich doch mal nach Betrug des Patriarchen gucken. Schiffswerften sind eingehende Nachricht. Torpedofabrik Streithammer. Tornado? Da! Hätte ich doch gleich gucken können. Andockerlaubnis erteilt. So. Kommando akzeptiert. Mein Elefant. Brauchst du ein bisschen Energiezellen? So, ich gucke zu meinen Händlern, da ist nichts zu tun, ich gucke zu meiner Fabrik. Okay, gelandete Schiffe. Geld hast du noch genug. Gut, dann Nathans Reise. Kann mir jemand sagen, was ich hier wollte? Egal, dann fliege ich jetzt zu Aquilas Gürtel. Polarstern. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Hab nur noch mal schnell geguckt, ob meine ganzen Begleitschiffe alle angedockt haben. Autopilot deaktiviert. Nicht, dass ich die noch erst zusammensammeln muss. So, gleich wieder zurück. Erreiche System, Polarstern. Halt! Da vorne ist eine Baumission. Die will ich mir natürlich angucken. Die guck ich mir mal an. Die Baumission. Machen wir es doch einfach so. 10%, 20, 30,
Ach, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Ich wollte ja mein Komplex erweitern. Erreiche System, Polarstern. So. Sie sprechen. Diese Mission sollte ein Kinderspiel für Sie werden. Geschützturm. Ach, das machen wir einfach mit. Sie sprechen mit. Übertrage. Das machen wir einfach. Wieso fliege ich hier nicht Vollspeed? Deaktiviert. Jetzt. Das machen wir einfach mit. Nebenbei. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 62 Millionen. Na langsam wird's doch. Guck ich mir gleich Sie an. Sie sprechen mit dem Auto. Ich gehe jetzt werden übertragen. Daten. Du sei interessiert? Die zwei Welten. Nee. Nee. So. Sprung. Jetzt will ich wirklich mal erstmal hier nach Aquilas Gürtel fliegen. 30. Und diesen weißen Fleck vor meiner Excel-Tabelle entfernen. Und dann kann ich ja meine beiden TLs zum Einkaufen schicken. Erreiche System, Polarstern. Autopilot deaktiviert. Erreiche System, Aguilars Gürtel. So. Okay. Mammut. Handel. Streithammer Torpedoschmiede. So. Ah, was hast denn du Schönes? Sie sprechen. Verschlüssele jetzt. Gut, dann bleib ich erstmal stehen. Alt. Ich wollte stehen bleiben. Hä, wo ist jetzt mein Chocaro? Das soll mir doch folgen. Die Yaki unter den unabhängigen Rassen führend in der Entwicklung. Ach ja, weil ich hin und her gehüpft bin, da kommt er wieder durcheinander, der Typ. Ach so. So, Split. Ein Sonnenkraftwerk M brauche ich noch. Das hatten sie doch auch hier, glaube ich. Und dann brauche ich die Boronen Moskito. So, du fliegst erstmal nach Frias Rückzug. Gehe zur Position, Frias Rückzug. Meinetwegen. Kommando akzeptiert. Egal, wo du hinfliegst. So, und dann brauche ich Boronen Moskito. Gibt es in Königsthal? Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Gibt es da nicht? Von Vergeltung der Königin. Die haben eigentlich immer viel. Der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrzeuge und sogar vollständige Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Wegen der immensen Mengen an Ressourcen. Raketenfabrik, da haben sie sie. Okay, gut. Was waren das? Ach, Piraten. Och, Piraten nur.
Okay. Dann fliege ich ja mal das Tor da hinten an. Gehe zur Position, da sammelst du mal hier das Zeug ein. Kommando akzeptiert. Und ich baue meine Fabrik. Sie sprechen mit dem automatisierten Kommunikator. Ich hätte da etwas. Glauben Sie, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind? Sie sprechen mit dem Automatisierten Kommunikator. Hol sie mein Schiff zurück. Waren 94.000 Energie. Nee. Eingehende Nachricht. Sie sprechen mit dem Objekt. Wir benötigen Folgendes. Oh. Das sind sie wohl gestorben, die Kollegen. So. Ja, das können wir ja noch mit einsammeln hier. Shokao, alles klar. Obwohl, das kann auch die Shokao einsammeln. Was ist denn das hier? Torreste oder was? Sieht so aus. Die Torreste. Tor, profitabler Handel. Wie war denn das jetzt? Anzahl ändern. 6.000. Na schick. Vergeltung der Königin. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Gut. Dann sind wir bald fertig, hoffen. Ich bin ja schon fast dabei zu hoffen, dass nicht noch eine Baumission kommt. Ich kann da nicht, einfach nicht widerstehen. Die sind immer so gewinnbringend. So. Autopilot deaktiviert. Jetzt werde ich erstmal zu dem Mammut fliegen und die Fabrik bauen. Frachtraum geschlossen. Das war, glaube ich, eine Streithammer, ne? Genau. Ach, ich mach's anders. So. Autofolge. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Ach, ich hab's geahnt. Ich hab es doch geahnt. Ich habe es doch geahnt. Frachtraum geschlossen. Frachtraum geschlossen. Bist du fertig hier drüben oder was? Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Sie sprechen mit dem Haben. Sie sprechen mit. Lassen Sie uns die von Ihnen gefolgt. Offen. Nee, also die Teladis sind ganz schön geizig, finde ich. Sie sprechen mit dem Automat. Lassen Sie die von Ihnen geforderten Informationen. Frachtraum geschlossen. So, was wollte ich jetzt haben? Erstmal stehen bleiben. So. Ich kann da trotzdem erstmal hier den folgen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40. Eingehende Nachricht. Das kauft er gerade. Paraniten.
So, jetzt baust du erstmal die Streithammer. Erreiche System. Frias Rückzug. Die Streithammer. Schon wieder eine Baumission. Andockerlaubnis erteilt. Ich kann es ja nicht ändern. Aktiviert. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Sie sprechen mit dem. Was wollen? Das hätte ich bald wieder gekauft, die Sie sprechen gekauft. Mit dem Automat. Benötigen, möchten. Sie sprechen mit dem Automat. Wie können Sie akzeptieren Sie diesen Auftrag? Ah, ne, für unter 100.000 mach ich das nicht mehr. So. Mammut, was soll ich, wo hab ich denn jetzt, das muss nach Polarstern. Polarstern. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. So. Sie sprechen mit dem Automat. Was? Ich bin nötig. Okay. Autopilot deaktiviert. Danke viel, bitteschön. Ach, der Elefant ist da. Handel, Moskito wolltest du kaufen, ne? Eine Moskito. Sagen wir mal Raketenver. Ach, da ist es doch. Wo sollen die gebaut werden? In Ödland. Was ist denn daneben? Bei Öl kann ich nicht eingeben. Oh, Polarstern. Da war. Hab ich doch gerade mein Mammut hingeschickt. Kommando akzeptiert. So. Moskito. In Ödland. Jetzt warte ich mal. Ich könnte mal zwischendurch speichern. Nicht, dass mich ja was verloren geht. So, was macht denn jetzt mein Chukao? Der ist fertig. Raumfliegen sammelt er nicht. Kommando akzeptiert. Gut. Hier habe ich alles abgegrast. Aha. Autopilot aktiviert. Jetzt in Ödland. Ödland, sehr gut. Und was hat mein Mammut jetzt geladen? Du hast das Sonnenkraftwerk, glaube ich, genau. Das ist doch super. Das ist doch super schick. Das ist bestimmt gerade der Sprungtor von meinem Shukaro besetzt. Da muss ich erstmal warten. Sprungantrieb jetzt wird geladen. Wird geladen. 20, der 30, Sprungantrieb 40, wird 50 geladen. 60, 70. Da wird aufgeladen. So. Die wunderschöne Hyperion. Gibt es übrigens auch ein Hotel Hyperion. Da habe ich auch schon genächtigt. Im Hotel Hyperion. System, so. Ödland. Sonnenkraftwerk. Wo bist du denn? Ach, wenn man noch nicht so. Hä?
Lacht mich nicht aus, wieso sehe ich das nicht? Elefant. Ich suche das Sonnenkraftwerk, dabei hat er doch die Moskito an Bord. Da kann ich lange suchen. Geschützturmfabrik. Dreieinigkeit. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen. Nein, da nicht. Vielleicht in Paranit Prime. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen, in denen alle Raumfahrt... Ich brauche einmal eine Geschützturmfabrik. Und ein 5-Megajoule-Schild. Paraniten-Geschützturmfabrik brauche ich sogar zwei. Wo haben sie denn noch so... Ach, hier unten gab es doch noch was. Hier unten. Ruhe des Pontifex. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Sie sind Fabriken von riesigen Ausmaßen. Geschützturmfabrik. Und sogar was wollte ich noch? Bausätze für neue Fabriken gefertigt werden. Wegen der immensen Mengen an Ressourcen. Was? Geschützturm und 5 Megajoule. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der modernen Gesellschaften. Hat er beides. Andockerlaubnis so. Erteilt. Kommando akzeptiert. Elle, halt, falsches Knöpfchen. So, jetzt kann ich dir folgen. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Initiiere Sprung. Also wenn ich mal clevereren Piloten hätte, da könnte ich ja mal denken, wann ich springen will und das Ding vorher schon aufladen. Das wäre doch mal eine tolle Erneuerung. Erreiche System. Polarstern. So. Sonnenkraftwerk M war doch hier, gell? Genau. Hä? Ach so. Muss ich natürlich erst die Mission aktivieren. Sonst wird das doch nix. Nebenbei schon mal anhalten. Eingehende Nachricht. So, und dann kannst du gleich Mammut. Damit andocken. Kommando akzeptiert. Weil das wird der Elefant mit Sicherheit nicht alles laden können. Und zwar brauche ich hier Frias Rückzug. Ach, da unten ist es doch schon. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60. Energiezellen. Transferiert. Autopilot deaktiviert. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam. Erreiche System. Frias Rückzug. Schon wieder eine Baumission. Ich gibt's gar nicht. Ich war hier nicht fertig. So.
Nachricht. Geschützturmfabrik. Geschützturmfabrik. Kommando akzeptiert. Paraniden Geschützturmfabrik. Okay. Eine Geschützturmfabrik. Bitteschön, da ist sie schon. Eingehende Nachricht. Ach so, jetzt hält er an hier. Wieso hält denn da an? Keiner hat die Erlaubnis. Also anzuhalten hier, das kann doch nicht wahr sein. Sie sprechen mit dem. Alle benötigten Informationen. Erweiterter Satellit. Sojerei L. Schiffswerften sind das Herz. Sojerei L. Sie sind Fabriken von. Ich sehe nicht mehr hier durch die Sonne. So, Sojerei L. In Frias Rückzug. Profitabler Handel. Nathans Reise. Na super. So, dann holt ihr mal neue Energiezellen. Kommando akzeptiert. Das Banshee-Rakete. Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. So, ja, heil. Säuerei. 5 Megajoule. Panzerungsfertigung 5 MJ. Geschützturmfabrik. Kommando akzeptiert. Da kann ich eigentlich den. Das den. Na, den Elefanten wegschicken. So, jetzt muss ich genau aufpassen. Sojerei L. Ne, 5 Megajoule-Schild. Profitabler Handel. Sojerei L. Hier bauen wir jetzt erstmal Sojerei L auf. Genau. So. Eingehende Nachricht. Paraniten in profitabler Handel. Erweit Mammut. Profitabler Handel. Okay. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Autopilot aktiviert. Kommando akzeptiert. Ach Quatsch. Ach Mann. Kein Ziel. Eingehende Nachricht. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Erweiterter Satellit transferiert.
Energiezentrum. Kommando akzeptiert. Das Kontrollzentrum eines Computers. Viele Energiezellen hat er nicht mehr. Wieso fliegen die kleinen Drecksäcke hier nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso fliegen die kleinen Drecksäcke hier nicht? Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So, jetzt muss ich gucken, was sie jetzt gebaut haben wollten hier. Oh, ist schon über die Zeit. Panzerungsfertigung, ein Megajoule-Schild. 5 Megajoule-Schild. Eingehende Nachricht. Sie so. Haben an Ansehen gewonnen. Das ist sehr schön. Vielen lieben Dank, Nathans Reise. Mammut. Geh zur Post. Ist noch gleich in der Nähe, glaube ich. Gleich um die Ecke. Kommando akzeptiert. Autopilot aktiviert. So, die letzte Station bauen wir noch auf. Und in der nächsten Folge werde ich meinen Komplex erweitern. Ich habe nämlich hier mal aufgeschrieben. Da kommen insgesamt 15 erweiterte Satellitenfertigung hin. Und wahrscheinlich muss ich meinen Komplex, so wie er jetzt existiert, zerstören. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Dass wir da die andere Station noch mit dran kriegen. Aber wahrscheinlich muss ich den zerstören. Ich wurde befördert, das ist aber schön. Was bin ich geworden? Industrieller. Ich bin ein Industrieller. Na, das ist aber toll. Genau. Ja, jetzt ist natürlich das Sprungtor besetzt von meinem Mammut. Aber es dürfte jetzt die letzte Baumission sein. Und der Komplex muss erweitert werden. Da muss man irgendwie. Da erwirtschaftet kaum. Gut, ich nehme jetzt auch immer noch Satelliten weg, die er nicht verkaufen kann. Aber da erwirtschaftet mir noch nicht genug Gewinn. Das soll ja irgendwann mal selbstversorgend werden. Dafür brauche ich übrigens auf einen schlauen Zettel 15 Satellitenfertigungen, 2 Kristallfabriken, 3 Raumschmieden. 3 Schneckenfarmen, 3 Siliziummin, 1 Sonnenkraftwerk XL, 3 Sojerei und 3 Säufer. Dann habe ich, glaube ich, immer noch ein bisschen Minus an Energiezellen, aber das kann ja dann der Frachter übernehmen. Aber beim nächsten Mal werde ich erstmal gucken, dass ich wenigstens die 15 Satelliten kaufe. Muss ja schon gucken, wie viel ich überhaupt habe. So. Eingehende wow. Nachricht. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich bereite das alles mal so ein bisschen vor. Und auch vorher gucke ich noch, wie viel Geld wir haben. Haha. Na, knacken wir jetzt schon die 100 oder nicht? Autopilot deaktiviert. Mammut. So, gucken wir mal nach. Kommando akzeptiert. Wollen wir mal gucken? Erstmal gucken wir zu den Händlern. Okay. Ich kann jemanden befördern. Herzlichen Glückwunsch. Das machen wir natürlich heute noch. Kommando der nächste Universumshändler. Das habe ich schon kein gesehen. 67 Millionen? Hatte ich das nicht vorhin auch schon? Da muss ich mir selber mal mein Video angucken. Hatte ich nicht vorhin auch schon 67 Millionen? Habe ich noch eine Fabrik vergessen zu bauen? Nee.
Das gucke ich mir mal an. Aber jetzt speichere ich erstmal ab. Bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht war die ganze Brauerei jetzt selbst bald ein Schimpfwort gesagt für die Katze. Aber das können wir, ich sag's euch beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.